Schon gut, schon gut. Uns. Langsam gemacht haben. Was für ein Tier verschafft sich hier Raum und steht vor mir, dem alten Baum. Das dachte ich schon. Eure Stimme hat einen speziellen, unverwechselbaren Ton. Die Wälder waren nie die Heimat eurer Herde. Ihr stammt von tief unten aus der Erde. Seid willkommen. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche. Der Ur. Alte Baum. Ha, der Baum ist ein Dichter. Ein Dichter. Unglaublich. Er
Reimt? Das ist ein reimender Baum. Was für eine Art von Geist hat denn hier seine Finger im Spiel? Die Zeit ist reichlich fortgeschritten. Dürfte ich um einen Gefallen euch bitten? Nur eine einzige Sache bringt mir Verdruss. Es ist nur ein Wunsch, der erfüllt werden muss. Es war eines Morgens. Ich lag noch im Traum. Da wurde meine Eichel geraubt. Ich glaubte es kaum. Alles, was ich habe, ist allein meine Saat. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß keinen Rat. Ich kann sie nicht suchen. Ich bin hier nicht frei. Doch ohne sie ist mein Leben vorbei. Geht nach Osten und sucht diesen Mann. Tut das, was ich leider nicht kann. Seltsam, ein Lager ohne Leute, komplett mit Feuer und warmen Decken. Ziemlich einladend, findet ihr nicht? Ich kann mich kaum noch bewegen. Wir sollten diesen Ort sofort verlassen, sonst hält er uns für immer hier fest. Wir gehen doch nicht etwa. Ich bin erschöpft. Wir können dieses Lager doch benutzen. Ein hungriger Geist, der die Vorüberziehenden zur Ruhe lockt und in ihren Untergang. Wo er das wohl gelernt hat? Egal, der macht keine Beute mehr. Es ist gut, das sofort zu erledigen.